Meine lieben Freunde, ja, ich weiß, ihr seht uns. Geschmacks, ihr seid doch wie immer verkehrt. Immer wieder? Ja, ja. Wir sagen es euch immer wieder, aber ihr hört ja nicht drauf. Jetzt ist es auch noch als der. Oh, nee. Ja, man muss noch da raus. Ja, ja, genau. Oh. Was machst denn du da? Oh, hast du schon mein Mikrofon eingebracht? Oh, mein. Diese Amateure. Vor allen Dingen zwei Leute fummeln an einem. So. So ist das richtig. Nee, hier. Gut, so. Nicht da. Achso, da ist noch. Ne, das habe ich nicht gesehen, dass es da unten auch rausgefahren war. Gut, okay. Jetzt ist das okay. Ja. Ich mache mal hier teilweise zu. Ja, warte mal, wir müssen das mal noch ein bisschen. Noch ein bisschen modifizieren. Modification. So könnte das gehen. Fast wieder heim. Ja. So. Falls sich jemand. Oh Scheiße, mein ganzes Bett, das sieht aus. Na ja, na. Können ruhig sehen, was du von der Schlampe bist. Ja, ich würde es auch einfach auf den Boden schmeißen. Das ist natürlich absolut Premium. Ja, hier wird Qualität geboten. Fertsch. Gut, einmal frei. Zum Glück sieht man nicht, was auf dem Tisch ist. Jo. Aber die Kamera hat es wirklich zerlegt, ne? So, dass die Bild verschoben hat. Ja. Das ist natürlich voll im Bild. Warte, so. So. Ja, jetzt müssen wir aber das Mikrofon ein bisschen aus der Bahn tun, sonst ist das merkwürdig. Nee, das passt schon so. Ja, genau, da kann ich mich nicht hören, wenn ich mich so hinsetze, sieht mich keiner mehr. Haha! Das ist so weit am meisten. So. Ja. Das ist irgendwie komisch, ne? Mal wieder als Reisegruppe aufzutreten. Jo. Und dann. Qualität vom Allerfeinsten. Jo. Hier wird Qualität geboten. Wie ihr seht, die Jane ist auch wieder mit dabei. Nicht zu übersehen. Hä? Nicht da, es ist doch ja, ich weiß. Oh, Schatz, du hast. Oh. Ist egal, das sieht keiner. Wie das hier ausschaut. Wie das hier wenn aussieht. Ich das gerade sehe, ne? Ich hatte noch nicht mal einen Löffel dabei gehabt, diesmal für meine rote Grütze. Kann doch nicht wahr sein. Ach, es sind in den Holzlöffel ausgegangen. Wahrscheinlich. Ach so, ich wollte euch doch noch was zeigen. Wolltest du uns mal was zeigen? Der Stream läuft schon. Das ist mir scheißegal. Okay. Ja, guck mal. Oh, ne Ananas. Ja, oh. Ja, die habe ich oben stehen bei mir. Na, wir hatten die unten an der Info gefragt, ob die eine Schale hat. Also ich habe das Force Feedback jetzt ausgeschalten. Ja, aber jetzt, ich weiß nicht, kalibriert sich das dann nochmal oder willst du es nochmal kalibrieren? Nö. Ne, ich glaube, das muss nicht. Ich weiß nicht. Wir werden es einfach sehen. Ja, na dann musst du halt mal deines Amtes walten. Sollen wir noch auf den Stocki warten? Ach, der kommt dann dazu. Ja, aber wer betätigt dann bitte schön die Handbremse? Ja, dann kann ich halt erst halt bremsen, wenn er da ist. Dann muss es halt erstmal ohne Handbremse gehen. What aber the fuck? Was? Ich will's erstmal auch mal versuchen. Jetzt doch. Kannst du doch machen, dann geh ich halt zu sein. Windenstadt Rente, Berlinerin 63, wird zum 9. Mal Mutter. Mit 63. Naja. Alter. Oh, wenn es Spaß macht. So, haha, ist aus dem Bild verschwunden, aber so. Geht das so? Alter, wisst ihr, wie ich hier sitze? Ich saß auch die ganze Zeit so und da wunderst du dich, dass ich so gefahren bin. Das ist wirklich blöd. Naja, ja. Also nur mal zur Erklärung, liebe Leute, jetzt ist er wirklich weg. Hab ich doch gesagt. Alter. Was ist weg? Ich bin voll aus dem Bett gegangen. Ja, weil hier ist Platz frei. Ja. Und dich sieht man auch nur durchs Mikro irgendwie. Ja, ich wollte das ja ein bisschen höher, aber wollte ja nicht. Ja, komm rein, ist offen. So. Ja, noch ein bisschen. Oh. So. Oh, geil, mach langsam. Oh. Hast du dich jetzt gekippt? Was? Hast du mir ein Glas gekippt? Weihnachten mitgebracht? Ja. Geil. Vor allem Weihnachten. Aber Leute, Finger weg vom Alkohol. So, ihr habt ihn gehört. Ihr habt ihn öfters gehört in unseren Streams. Jetzt seht ihr ihn mal. Ne? Ja. Volle Besatzung. Die Reisegruppe Internat ist dabei. So, jetzt glubschen wir mal. Also, wir testen ein Lenkrad. Ich habe das mal gekauft.
Warum sehen wir uns da nicht? Aber da kennst du, wenn du schon dran. Irgendwie ist das jetzt komisch. Hab ich ja gesagt. Man hört doch keinen Sound. Vielleicht den. Ja, das muss ich ja machen, sonst nimmt das Mikro das alles auf. Und das ist verboten? Der ist verboten. Das Berühren der Figur mit den Funken ist verboten. Warte mal. Da wäre ja hier. Achso, ich sollte mal live anmachen, ne? Ja. Dann sieht man vielleicht auch das Spiel. Wenn du das mal machst. Das wäre vielleicht ganz günstig. Wir gucken mal. Forza Horizon 5. Also Katze schon. Katze? Wieso Katze? Weiß ich nicht. Dürfte doch bestimmt auch anders sein. Aber das Spiel kriegt. Na, wie schmeckt dein Weihnachten? Lecker. Ja, er kriegt's mal wieder wie immer nicht auf die Reihe. Liebe Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid, ihr müsst jetzt. Damit müsst ihr jetzt leben. Es tut mir echt leid. Was hat er jetzt schon wieder? Ja, der. Das ist jedes Mal dasselbe. Screen Capture. Es ist ja an. Naja. Es erkennt es aber nicht. Vielleicht weil es schon an war, als du den Stream gestartet hast. Gerade das ist ja Voraussetzung dafür. Normalerweise habe ich das aber auch immer später ausgemacht. Ich dachte jetzt so, was guckst denn du jetzt? Nee, da ist draußen vom Gang, wo die immer da Richtung Balkon raus stehen, doch immer zwei Stühle rechts und links daher. Siehst du, wie schön der Clip fährt? Ja, einmal Feenstaub. Geil. Ja, das ist echt Gold. Ja. Also ich stelle es jetzt mal auf 50 alles. Liebe Leute, ihr seid mit dabei, wie wir ein Lenkrad einstellen. Das sieht doch schon mal besser aus. Naja, aber nicht mittig. Ja, du müsstest ja. Ja, weil der jetzt gerade. So. Du bist doch live dabei. Lass das mal los. Jetzt gibt mal ein bisschen Gas. Jetzt mal anhalten, so langsam. Deswegen, vielleicht lass den nochmal kalibrieren. Läuft doch. Läuft? Läuft doch. Na gut. Ich merke sogar den Widerstand. Ja, das wird dann nämlich ganz schön viel Widerstand. Hab ich gemerkt. Hab ich schon beide Arme gebrochen bei der Festhalten. Ural fahren ist Scheißdreck dagegen. Wir können ja ein Spiel spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist grün. Boom. So, was wir hier sehen, ist ein extra aufgebauter Mach-E. Ah! Ich habe die Handbremse gefunden. Das ist die Handbremse? Das ist die Handbremse. Okay. Kreisel. Ja, mach nicht nur und fahr. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Hupe? Weiß ich nicht. Also richtig scheint sie nicht zu funktionieren, deine Hupe. Blinkt er? Nö. Ich versuche jetzt gerade herauszufinden, wo die Nitro einspritzen ist. Nee, wo das Wechseln war. Was wechseln? Du kannst ja bei Forza Horizon. Die Kameraeinstellung? Nee. So. Das hast du unter Rad. Willst du das wirklich tun? Oh! Okay. Okay, wir sollten es anders angehen. Ja, du solltest das auf Allrad lassen. Ein Kind müsste jetzt von selbst ausbrechen. Ich hab's gewusst. Fuck. Das ist Können in Perfektion. Ja, aber. Vielleicht sind auch 875 Grad ein bisschen viel. Wir spielen eigentlich auf 9 Uhr. Das hast du im Dings eingestellt. Na, er hat es eingestellt. Ich weiß es nicht, aber mir kommt das halt ein bisschen viel vor, weil ich meine, ich muss das Ding doch nicht dreimal drehen können, oder? Tisch ein Stückchen. Alles cool. Nö. Tastenbelegung.
Ne, das hat er in dem Programm für das Lenkrad eingestellt gehabt. Ne, das war doch im Dings. Nein, das ist dort Lirkmirs. Da ist es nämlich dort, da unten 875 Grad. Okay, dann stellen wir es mal auf 180, weil das durfte so. Na, 360 müsste doch voll reichen in der Umdrehung. Kannst du also den. Ja. Ja, alles muss mal. Nee, wenn, dann muss das schon. Das triffst du doch nicht. Das ist doch einfach so. Schnauze! Was muss ich einstellen für die Verlängerung? Drei Stunden später? Gut. Ist es so dem Herrn genehm? Ja, das reicht mir. Ja, reagiert schon mal ein bisschen anders. Ist geil. So. Ich meine, eine Umdrehung reicht ja mir eigentlich vollkommen zu. Muss das Ding ja nicht dreimal umdrehen. Hier will ich hin. Na, hier will ich hinreisen, verdammt ich. Es macht sich wieder selbstständig. Das sollte aber eigentlich nicht so aussehen. Jetzt habe ich mal. Ich hasse das wie die Pest. Mir hat er gelacht. Ich werde das Ding nochmal. Ich werde das Ding nochmal kalibrieren lassen. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie. Obwohl jetzt gerade. Mal dann. Oh, du bist schockiert, dass du den Rohrrad nur anhast. Mach mal lieber Allrad rein. Ich finde das cool. Also der Fuffi war auf jeden Fall. Er war es. Okay, investiert, meinst du? Lustig. Auf jeden Fall. Das Problem ist, wenn du mit Conti zockst, dann auf einmal ein Lenkrad hast. Das ist halt schon anders, ne? Als Nicht-Autofahrer. Komm, du tust dir zeigen. Seit wie vielen Jahren machst du jetzt einen Bus-Simulator und LKW-Simulator? Das ist aber das geht. Ja gut, ich muss auch mal dazu sagen, der hier ist
der Inbegriff von Leck mich am Arsch. Der will nicht. So bin ich irgendwie funkt. Ich habe eine Idee. I hab eine Idee. Was wird denn jetzt für ein verrückter Trick? Wo ist er? Ich würde einen Ranger nehmen. Glaube mir, das ist der nackte Karre, ist der nackte Oberwahnsinn. Drehmoment, den haut das von ganz alleine wieder in die Probe. Ich fahre im realen Leben ja nicht Auto. Das wisst ihr ja. Naja. Zum Glück. Wenn ich mir das so angucke, dann ja zum Glück. Ich weiß nicht, mit dem Conti kriege ich ihn gerade oder kriege ich den? Die Handbremse übrigens gefunden. Funktioniert, finde ich schon mal ganz geil. So. Soll ich gleich in die Vollen gehen? Könnt ihr doch machen, wie du lustig ja, bist. Ja, mach mal einen Ranger. Schatzi. Ist bei Ford. Sollen wir nachher mal dein Auto probieren? Du hast das, ja zwei. Das SpongeBob-Mobil? Nee, das nicht, aber das geht ab wie Schmitzkatz. Oh ja. Echt? Ja. Ja. Ist das gut? Ja. Wo ist das? Wo ist es? Wo haben wir es gesehen? Da. Da ist SpongeBob. Glaub mir, das ist der nackte Oberwahnsinn. Das Ding geht gut, meinst du? Ich stupse mal ganz leicht an. Also das ist schon leicht. Mhm. Der geht ab für einen Dreirädler. Hey komm, wir halten dich in der Spur. Mit dem kommt doch besser klar wie so. Jetzt ist das Ding mal gleich von Anfang an gefahren. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Mhm. Aber mit dem kriege ich einen Drift hin. Ab ins SpongeBob-Mobil. Zum Glück hab ich es gestern Abend erst angeguckt. Oh nein! Du! Oh. Auf Prime. Die ganze Staffel 2. Wer wohnt tief unten im Berner Ananas? Wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. SpongeBob, SpongeBob, Sag stark in Cape und hol es damit zwar sehr. SpongeBob, SpongeBob.
das sind nach pazifischen Blitzen euch steht. SpongeBob Schwammkopf! Da schwingt euch ein Deck und kommt ja nicht zu spät. SpongeBob Schwammkopf! Und alle! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! SpongeBob Schwammkopf! Ich muss erst mal so, jetzt hier, machen. Anzeige ist raus. Ja. Von Nickelodeon, das geht so nicht. Nein, dann, du, das, dass die Musik so laut ist. Das geht schon nicht. Nein. Das Allerschlimmste, ich krieg eine Verwarnung. Dann Strike und dann war's das für uns. Hm. Gibt's einen neuen Account. Ich vergiss es. Ey, komm, mit so Kacke hören wir uns doch gar nicht ab. Psst. Auch zur Seite trifft er nicht, wa? Nee. Der fällt einfach nicht um. Nee. Der scheiß alles, ne? Das funktioniert. Habt ihr gesagt, die Leute? Der hat bestimmt imaginär. Guck, was neue Boni verdient. Das Geile ist, normalerweise schafft er nur 35 Stundenkilometer. Naja. Komm, bleib ruhig. Ruhig! Ruhig, Braun. Komm, mal sparen. Gucke, da ist er. Einmal frei. Oh, einmal frei. Ja, doch nicht. Ey, der macht sich gut. Ja, kannst du mal sehen? Ich wusste ja gar nicht, dass es hier so ein geiles Mobil gibt. Das hast du mir ja voll verschwiegen. Ich mühe mich mit einer Scheißkarre ab. Aber ein Motor kannst du hier nicht nehmen, wa? Nee, das geht nur in The Crew 2. Ach so. Aber hier kannst du mit LKWs fahren. Ja. Ja. Echt? Ja. Cool. Und ich habe sogar einen, nur noch nicht getuned. Cool. Egal. 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 Mach an. Den kriegen wir auf Maximum. SpongeBob-Mobil. Ich habe mich beim ersten Mal auch kaputt gelacht über die Schüssel. Einmal. War die schon so? Nee, da hat das Design tatsächlich, gibt es so als Vorlage, kannst du dir aussuchen. Ja, gibt es auch in der Uni, Marc. Mhm. Aber ich... Ihr habt doch alle gesoffen. Prost. Ist ja schon wieder Alkohol im Spiel. Ja. Guckt eigentlich einer mal auf den Chat? Ja, es ist nur einfach so ein Trainer. Das bist du, der beobachtet. Nee, dann müssen es eigentlich zwei sein. Richtig. Oh ja. Aber wieder ohne Stabilitätskontrolle abgehen. Trifft der LKW. Ah! Da war keine Straße mehr. Ja, eine Person ist drin, ne? Automeisterung? 75. Dann müsste es jetzt eigentlich zwei sein. So, jetzt kann ich zweimal wogegen fahren. Ja, also einmal wogegen fahren und mir werden die Punkte nicht abgezogen. Beim zweiten Mal wird es stressiger. Ah. Wo ist die Straße? Ich sehe keine Straße. Wir müssen Klipschnapp machen, Junge. Kippe aus, geh ne Fett beim Fressen und arbeiten! Geh ne Fett beim Fressen und arbeiten! Ist euch mal aufgefallen, dass man gar nicht vom Spiel hört? Ja. Jetzt sind schon drei Zugucker. Ja, let's go! Ich bin jetzt auch gerade raus. Wir sind drei. Das klingt aber viel besser ohne, würde ich mal sagen. Oh, hier, guck mal, das hagelt Punkte. Herzlich willkommen, ihr vier. Hier, guck mal, das hagelt Punkte. Herzlich willkommen, ihr vier. Mach mal Stimmung hier. Schön empfehlen und schreiben und raiden. Mach mal Stimmung hier.
Geh doch zu Hause! Entschuldigung. Der Wachtmeister, der hat mich voll gebrochen. Was? Hau sie doch ab, Mann! Ich kann den Griff echt nicht halten. So, du Klugscheiße, nun lass auch mal andere dran. Die Mutter fährt mal. Haben wir das Ding jetzt endlich mal im Maximum? Nee. Warum denn nicht? Weil ich nicht so viel Kohle habe momentan. Warum denn nicht? Ja, weil ich noch nicht so aktiv war. Warte mal, ich habe den überhaupt 2 Millionen. Warum denn nicht? Ja, weil ich noch nicht so aktiv war. Du hast doch 2 Millionen. Ich hab 3 Millionen. Ja, dann mach Eier. Ja, dann. Jünger! Ja, ist ja gut. Ich fahr ja schon. Alter, der bricht auch so aus, ich muss ja nicht machen. Ja, guck dir das an. Ja, das Feature ist auch nicht. Ja. Was feature denn hier so? Was soll denn das? Ist aber trotzdem doof, wenn der jedes Mal so nachkalibriert. Das ist doof. Naja, du kannst das nicht. So, wie war denn das? Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie man das macht. Das Doch. Du sollst sie zurückspulen. Das war's nicht. Na, ich sollte mal wieder einen vorfahren. Jo, das wäre nicht ganz schlecht, glaube ich. So, Taste 9 bitte. Ja, was ist die Taste 9? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Eigentlich ist es bei. Ja, eigentlich ist es die hier. Ah, hier kannst du die Ansichten durchschalten. Ja. Okay. Hupe ist es auch nicht. Nein. Hupe ist es auch nicht. Und das ist ja der Nitrozufuhr. Ja. Warte mal. Das da? Nein. Nee, das war's auch nicht. Das war der Fotomodus. Mhm. Oh, scheiß drauf. Betreten, Eingabe, so. Arschlecken. Also, ihr wollt ein Upgrade für das Ding. Dann suchen wir mal die besten raus. Den müssen wir volle Bude hochjagen. S1. Reichen uns 313? Was? An Höchstgeschwindigkeit. Da geht doch noch was. Ah, nee, leider nicht. Nicht? Nee. Na dann volle Bude. Ah, Taste 9? Wo soll denn die sein? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht. Gab es keine Bedienungsanleitung dazu? Das war das nichts. Ne? Das denn neun. Ja. Das denn. Gibt's nicht. Tatsache. Die gibt's tatsächlich nicht. Wurde aus Kostengründen eingespart. Ja. Dafür haben wir Taste 20, aber Taste 9 musste weg. Niemand mochte Taste 9. Nee, absolut nicht. Ich wurde nicht gefragt und wurde einfach verjagt. Ey, die gibt's tatsächlich nicht. Das sag ich doch. Aber die wurde doch angezeigt. Nein. Ja, natürlich. Nein. Da hieß es doch Taste 9. Da, 9. Ja, dann ist sie nicht belegt. Das kann jetzt gut möglich sein. Dann musst du das halt auf irgendwas anderes legen.
Schatz, hier kann nichts reinkommen, Fliegengitter ist davor. Ja, es ist aber sehr schlüpperhaft geklebt. Schnauze! Sag bloß, ja, das siehst du jetzt erst. Guck dich das doch mal an! Schnauze! Zelt! Er hat das sehr professionell an. So, Nelze. Hey, da schreiben nur welche! Ja, das bin ich. Achso. Na, jetzt müssen wir aber auch mal sehen, was das Ding bringt, ja. Ein bisschen. Nee, ein Zuschauer. Ach so. Er sagt das nicht so laut, nachher glaubst du die Leute. Nee, stimmt. 30 Zuschauer, der totale Wahnsinn. Rekord gebrochen. Ach, endlich aber die 30.000 Zuschauer. Ja! Wir warten immer noch auf die 666. Wir warten immer auf das Platin-YouTube-Schild, aber boah. Es... Boah. Eine Punktlandung. Richtig schön aufgebockt. So. Ja. Ja. Haben wir's da? Oder noch nicht so ganz? Nein. Nein, noch nicht so ganz. Nein. Noch ein bisschen. Ein bisschen. Toll, dann setz mich wieder auf die Steine. Ein bisschen mehr. Gut, wer wird als nächster? Mach mal ein schnelles Auto, bitte meine Strecke und dann lässt du mich mal fahren. Ich will hüpfen. Dein Ernst? Mach! Okay. Z! Genau, denk dran, wo nicht leidest, kannst du rennen. Wir fahren alle mal. Bist du schon gefahren? Willst du nicht fahren? Ich habe vorhin getestet. Ja, das habe ich ja gesehen. Also. Okay. Lass mich mal, ich will mal hüpfen. Welcher war denn das? Das war der Königseck. Das war ein Käfer von 63. Ja. Aber die sind abgegangen. Ja, war das der? Hörbi? Ich weiß nicht, mit welchen ich gegen dich gewonnen habe, Schatz. Ja, gefahren wie Hölle die Kiste. War das nicht der AMG? Ah ne, den sind wir zuletzt hier gefahren. Mhm. AMG ist der Senna. Guck mal. Der Senna war das. Der ist zwar nicht schnell, aber passt auch. Na, den, wo wir 400 Klamotten drauf gekriegt haben. Mit dem Weitsprung? Ja. Das war doch hier und da. Ja, ich. Der Weise. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß das auch nicht mehr. Ja, gehört genau der Wort ist. Soll man Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle reinnehmen? Mach was du denkst. Weil wenn ich den jetzt mal. Das geht. Boah, aber wie der anzieht! Boah. Das war nicht der. Aber der zieht gut. Der zieht wirklich gut. Hervorragend, Zerstörung. Auch wenn es dafür im echten Leben auch Punkte gibt. Ja. Da hätten wir schon mal einen. Da musst du zu den Franzosen gehen. Die besitzen im Übrigen noch nicht mal ein Stoppschild. Das ist so nicht richtig. Also wurde jedenfalls eigentlich mal gesagt, dass sie kein Stoppschild besitzen. Ich war doch erst dort dieses Alter, Jahr. Alter, keine Traktionskontrolle und, ey, wirklich, ohne Mist, ich krieg das Ding nicht mal ansatzweise rumgedreht. Du fliegst dir was zu sagen, Mist. Alter, zieht der. Ja, die Geschwindigkeit ist doch normal, wenn wir das Stand. Doch die Bremse, wie denn? Hast auch nur einen halben Kilometer Bremsweg, also es ging, aber schon schlechter gesehen. Und es hat sich kein Fallschirm geöffnet. Ja. Was ist das für ein... Ich sag's jetzt nicht. Mustang. Achso, da kannst du einfach durchfahren, das ist doch okay.
Der will jetzt gegen mich fahren. Nein, abgelehnt. Ob er das jetzt witzig findet? Oh, oh. Günther, was machst denn du? Hä? Ich bin nur vorhin auch ganz sachte drauf. Das war dein Fehler. Aber jetzt hast du die Achse zerlettert, jetzt geht das nicht mehr. Das ist ja das Schöne, es ist ja kein Schaden eingestellt. Alter! Ich würde mal sagen, wir machen mal die Stabilitätskontrolle rein. Sehr gut. So, Schwierigkeit. Jetzt kommt der ganze Glitzer mit E-Mail. Weihnachten! Was denkst du, wie bunt die Wurst aus wie? Oh nein! Kopfkino, warum leuchtet die denn auch dunkel? Ich weiß das nicht. Wenn du ran. Das muss ich dann morgen ausprobieren. Wenn er ran leuchtet. Muss mal mit Schwarzlicht rangehen, weißt du? Okay, das will ich sehen. Ich habe nicht keine Schwarzlichtlampe da. Ich auch nicht. Sieht man das auch manchmal? Was? Du weißt, was du dann noch so. Da ist wirklich nicht Glitzer drin, ganz viel noch. Ja, ich sehe es. Willst du noch mit dem Finger und. Also ich hätte dir ja gerne noch meinen tollen Pappstrohhalm angeboten, aber der ist mittlerweile durch. Was ist denn eigentlich hier aus der Minibar geworden? Minibar? Also Nüsse liegen die, noch hier hinten. Die Dinger liegen doch auch schon seit 2 Jahren da drin, oder? Und ich durfte sie den Tag nicht aufmachen. Nee, ich will jetzt nicht mehr. Ich jetzt voll. Schnauze, jetzt hast du. Du bist Gott hier. Was gibt's denn noch? Seine 10.000 Schokonüsse. Aus denen macht man eigentlich im Übrigen liegen die in Fächern. Ja, eigentlich sind die Dinger da drin, ja. Was na, die Nüsse, die liegen noch hier. Bei ihm auf dem Tisch, die sind schon offen. Wo denn? Ach da! Dankeschön. So werden Nutzer verprellt. YouTube Clips offiziell. Ich weiß, wer das ist. Das sind meine Stalker. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe schon Stalker. Ach, hier das erzählst du mir. Ach hier, die Pappnasen, die dein Gesicht als Glücksvorlage benutzen. Ja, ja. Alles klar. Hey, also so schlecht mir schmecken die Paprika nicht so. Ja, die gehen schon, ja, ja, ja. Oh, ich will gehen, ich will gehen. Wir gehen löffeln, bis ich gerade komme. Du kriegst bestimmte Scheißerei davon. Okay. Ach, Quatsch, das macht's fester. Stocki, willst du da mal? Deine Frau wollte eigentlich schon, das willst du. Ja, eigentlich. Nö, jetzt auch so? Nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr. Ja, gut, dann weil wir haben es jetzt 2 Minuten vor und nein, es wird langsam tick. Schatzi, das schaffst du. Schatzi, schafft jetzt gar nicht. Das schaffst du. Dann hättest du für dich das auch noch rausgesucht. Und die Strecke. Ja, weil ich euch nur kaputt lachen, wenn ich in die Pampa fahre. Das denkst du mir bei mir vor, aber ich so. Fass mal an. Mega. Ja, das ist gut. Das ist sogar mein eingefurztes Stuhlkissen. Ich weiß. Aber der da ist schlimmer. Ich nehme mal an, das hier drüben ist Gas. Ja, ja. Wie immer. Wir sind nett in England. Ihr habt mir nicht gesagt, dass man das so dolle festhalten muss. Ich hab doch gesagt, ich habe mir vorhin beinahe einen Arm gebrochen. Ich kann ja gerne mal volles Force-Feedback einstellen. Ja, was denkst du, wie es da erst losgeht? Vor allem, das kannst du gar nicht richtig halten. Oh, du triffst gut. Oh, das sieht gut aus! Leider, da geht was! Leider 100 km/h zu wenig. Das landet im Wasser!
Aber dass ich das... Ihr habt mir nicht gesagt, dass das so schwer ist mit mir. Wir haben das runtergestellt, das war vorhin bei mir noch schlimmer. Ehrlich? Ja. So, und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Indem du da rausfährst. Genau. Witzig! Du musst das Lenkrad gerade zwischendurch nochmal loslassen. Ja. Und er kalibriert sich dann von alleine oder was? Manchmal. Ja, ja, ja. Ja, es wird besser. So, jetzt. Kann ich jetzt? Jetzt sollte das wieder gehen. Genau. Nein! Du darfst nicht so viel Gas geben. Sag mal wirklich mal den Jesko nehmen, Schatz. So, fährt er jetzt auch von alleine den Berg hoch? Schatz, bin ich noch auf der richtigen Spur? Nee. Du musst ein bisschen weiter links. Genau. Das war zu viel links. Ach, leck mich doch. Ich finde den Weg nie zurück. Du musst Gas geben. Nein, will sie nicht. Ich gebe Gas, du lenkst. Sag, wenn es zu viel ist. So ungefähr ab 30. Denk dran, dass es. Wird ja immer schneller, wenn ich vom Gas runtergehe. Ich hätte vielleicht auch mal drauf treten. Sonst tut das nicht gut. Aber der wird ja wirklich immer schneller. Ich drücke ja noch nicht mal runter. Soll ich ein Stückchen schneller fahren? Aber denk dran, ich trete durch. Du musst nach links. Nach links. Hm, das geht auch so. Ja, gib doch mal ein bisschen. Ja! Nee, dann bricht er aus. Bloß ein bisschen. So kommt er doch nicht den Berg hoch. Das Not ist es so langsam mies. So, siehst du, dann sind wir ein bisschen wieder zu schnell. Ja, fahr doch gut. Ich drück das noch nicht mal rum. Hier, da vorne ist es doch gleich. Da ist deine Rampe. Ah, Coolio. Danke, Coolio. Und ich hab das Spiel noch nie gespielt und ich weiß, das ist komisch, oder? Ist auch nicht. Ich dachte, du hältst das Lenkrad. Nö. Oh, und ich gurke. Nein, du fährst. Ich gurke. Ihr habt mir echt nicht gesagt, dass das so schwer zu halten ist. Wie gesagt, wir haben das schon runtergeschätzt, war vorhin noch schlimmer. Und da hatten wir auch noch das Gewackel drin vom Straßenuntergrund. Ja. Das Ding, das hat hier übelst rumge... Okay, also die Nummer läuft und... Da ist das noch gar nicht, jetzt hier. Ja. So, wie kommen wir jetzt auf die Rampe? Vom Fahrzimmer rückwärts auf die Rampe. Würde ich auch noch geschissen kriegen. Gibt es da extra Punkte, wenn man die Rampe rückwärts fährt? Nein. Schade. Ja, ist schon mal versucht. Schade. So, und nun auf geht's. Und festhalten. Du darfst auch zwei Hände nehmen. Nee, alles gut. So, ich dachte, dieses Jahr. Ey, das ist echt furchtbar. Ich weiß, dass der Jesko Allradantrieb hat. Das sollte vielleicht helfen. Weil der hat nämlich Heckantrieb. Das ist doch nicht normal. Ja, doch. Sicher, sicher. Sag mal, bin ich schon... Nein, du musst links. Herr Magersi, lieber Herr Vorgesetzter. Was guckt ihr denn für Sachen? Hausmeister Krause. Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Hund. Von euch drei noch zusammen. Tja, Kenner. Kenner oder nicht? Ey, das ist doch nicht normal, oder? Ja, doch. Das war jetzt zu weit. Was? Ist der jetzt kacken? Ja, der ist kacken. Gib alles, Junge! Los! Ich bin noch hinten. Scheiße! Auch das kann weh tun. ja. Kommt drauf an. Denk an die Steine. Oh, ganz böse. Was für Steine? Nierensteine. Geile Steine. Soll was ganz Ekelhaftes sein. Die musst du auspinkeln. Mhm. Die werden noch ausgelasert. Darüber gibt's einen Film. Hui! Ah, ich bin nicht weit gekommen. Also das mit dem Lenkrad, dann, also komme ich lieber mit dem Controller klar. Also Jungs, ich habe meinen Spaß jetzt gemacht. Mir ist zweimal gefahren, ich bin geeiert wie ein Affe.
Jetzt ist der nächste. Dann bist du dran. Ja! Ja! Erst was wir pupsen hier, deinen Sitzkissen. Irgendwie alle. Ah, auf dem Stuhl. Ach, das ist doch der Junge, wenn du so doll machst, euch mal macht und mal peng. Na, ist er durch. Tja, das kann passieren. Je nachdem, wie lange man wippelt. Also, dass man übrigens das Spiel nicht hört, das ist normal. Keine Reaktion. Ja, sollte ich aufpassen, dass man als Kind passiert. Mit dem Stuhl nach vorne und auf der Schrankkante. Wann lief mir das super raus? Hatte ich in Ferien beim Kollegen, ich hatte fast einen Herzkasper. Ich sah aus dem ganzen Gesicht. Nach vorne weggekippt, ich hatte seine Gitarre noch um. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. So Rudi, Rudi ist mal kurz schwarz. Du wirst nicht leben. Es wäre beinahe vorbei gewesen. Abrissbirne, okay. Vor Schreck verreckt. Das lässt sich wohl wirklich schwer. Na gut, du jetzt nicht, aber wie gesagt, hat mir nicht gesagt, dass man das so dünn ist. Wie gesagt, das war vorhin schlimmer. Das Schlimme also, ist, du fährst der, jetzt aber richtig gut. Der zieht, der klebt an der Straße. Das war bei dem Mach eh nicht. Also, okay, das hört sich gut aus. Aber der schafft nicht die 400. Nee, wir hatten eben 400. Ich hab mir auch nicht gefahren. Nee. Das war das ja mit dem Hebel rot und hoch. Richtig, wo hinten der Spoiler hoch und runter ging. Scheiße. Nut? Ne, das ist ein neuer Spoiler. Ups. Ich tauche jetzt da Nuss nicht hinterher. Willst du den Jesko mal probieren? Da hat der Putz wohl schon was zu tun. Ach nee, am Mittwoch. Entschuldigung. Was war denn der Jesko? Königsegg. Ich wollte es meiner Frau nur nicht antun, weil... Ja, dann brauchen wir was auch die 400 schafft, ja, sonst wird's mild. Das schafft der Jesko. Ja, mit dem Controller, wie gesagt, kriege ich es mittlerweile ganz gut hin. Und der hat Allradantrieb. Ist das auch an? Ja. Ach, permanent? Der... Okay. Traktion hat er an. Ja, das könnte gehen. Oh, das könnte gehen. Du musst nur ein Stückchen weiter nach rechts. Das geht. Noch ein Stückchen. Jetzt. Ja. Halten und. Oh, Scheiße! Oh, nein. Das war genau das, was mir passiert ist. Wie weit soll er denn gehen? Oh, und der läuft! Alter! Und hier standen hat er ihn. Es hat aber gezählt. Aber die Ehre. Sehr gut. Na, wo ist der Autofahrer? Ich würde dir raten, auf die Brücke zu fahren, nicht durchs Wasser. Das bremst dich recht scheiße aus. Und setzt dich irgendwo mitten in der Pampa mit ab. Die Nummer kenne ich schon. Wir haben es aber tatsächlich geschafft, auf die andere Seite von diesem Wasserkack-Dinge da zu landen. Okay. Hab ich jetzt der höchste Punktzahl erreicht? Ja. Das ist doch toll. Also von uns. Wieder ein Bad ab. Von uns. Mein höchstes war etwas über 1050 Meter. Nee, 1048. Weil ich war ja bei 1069. Ja, das war 48 über euch und sowas. Ja. Das war aber mit, ach was weiß ich, na ja, gut, aber im Controller, wie gesagt, jetzt ein bisschen einfallen. Ja, definitiv. Aber der hält sich gut. Ich hätte dir vielleicht mal wieder Würstchen mitbringen sollen aus dem Fresspapier. No. Jetzt liegt es im Eimer. Ich stehe nicht auf diese glitschigen Dinger. Weil das abartig ist. Ach, das ist so glitschig, ist ja diese ekelhaft. Das ist abartig. Flutsch und weg, Mann. Nee, die sind echt eklig. Das ist wirklich räudig. Na, das ist durch diese Frischhaltefolie und dadurch, dass die im Kühlschrank liegen. Ich hab das mal warm probiert, das wird selbst warm nicht besser. Nee, wird's nicht. Deswegen flappern die fort. Richtig es ekelhaft. Es tut mir echt auch unheimlich leid für diese Essensverschwendung, aber das ist echt ekelhaft.
So, jetzt ist volle Concentration. Boah, ich stehe ja gut. Dann versuch's mal ein bisschen mit. Versuch's mittig. Irgendwie ja, mittig. Sieht gut aus. Mittig träufe auf die Mutti. Sieht gut. Schaut gut. Oh, verzogen! Also so eine 360-Grad-Wendung hatten wir jetzt auch noch nicht. In der Luft könnt ihr das nicht beeinflussen. Ja, ist 1038. Und sonst ist es bei 69. Ich wusste, irgendwas mit 8 war es. Zum Glück mit Kontrolle ist es einfach, darüber zu feuern. Der Strom macht mich wahnsinnig. Wenn ich den auf Arbeit hätte, ich hätte Bauch- und Rückenmuskulatur ohne Ende. Scheunenfund ist bereit. Ja, ja. Scheiß drauf. Soll ich mich da hinsetzen und du setzt dich aufs... Deine Frau macht Sport. Ruhe! Das ist... Man könnte es auch nicht nennen. Ja. Bauch, Beine, Po. Ich stell dir mal vor, ich würde das ganze Tag 8 Stunden machen. Erstens wäre ich halt tot. Und guck mal, ich hab, da wäre ich mal ausgelastet. Peinlich. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich könnte da selbst hinterher den noch mehr als auf der Eier kennen. Das ist furchtbar. Und ja, ich weiß, wie sich das gerade anhört. Entschuldigung für dieses Kopfkino. Aber dieses komische, zustimmende noch, wisst ihr, macht's nicht viel besser. Ich glaube, diese 2 Grad sind echt zu viel. Kann das sein? Weil es sind 382. Ja, aber der hat ja jetzt voll eingelenkt. Das hat die überhaupt nicht gemacht. Nee, weil du gebremst hast, deswegen ist es ja normal. Du darfst nicht voll Schwung bremsen lassen. Ja. Geht der steil nach außen. Du musst in die andere Richtung. Ich wollte doch trotzdem mal hier 60 machen. Dann will ich mal den Dschungel angucken. Echt mal. Ah, die Kraft. Ein bisschen die Landschaft genießen. Mhm. Das hat ja auch irgendeiner. Genau. Designed. Und das muss man ja auch mal würdigen. Ja, wie heißen sie? Beavis und Butthead. Cool. I need to be. I'm Don Julio. I need paper for my butthole. Beavis und Butthead. Der brunzt doch nicht schlecht. Hab ich einen Film? Oh nein. Beavis und Butthead treiben es wild in Amerika. Oh, da kommt nix! Da kommt nix! Nein! Hui! Aber er fliegt. Oh! Oh, und fast hätte er die Punkte mitgenommen. Habe ich nicht? Nee. Mm-mm. Weil du leider auch viel so wie hast. Du, ja, so wie du nämlich einen Unfall hast, ist das Ding sofort. Aber nicht schlecht. So, Jungs, ich gehe jetzt Pipi machen. Ich dabbel. Ich muss mal schon früher kommen. Soll ich nochmal springen? Ja, du musst nicht springen. Aber du hast jetzt fettige Hände. Ist nein, egal, ist ich hätte jetzt jemanden. Meins. So, dann springen wir mal schnell 1200 Meter. Gucken wir mal. Ich geh jetzt hoch. Gucken wir mal. So, ihr zwei. Och, ist das süß. Ach, schön. Schlaf gut, Jungs. Wir sehen uns morgen. Sie ist mit so wenig zufrieden. Ja, ne? Abgefahren. Ja. Hab's euch doch gesagt. Ja, aber das geht ja, das ist ja jetzt richtig angenehm. Ja, eben, deswegen. Mit Leid zuvor ist das jetzt richtig angenehm. Nein, 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 nein. Ja, ja, besser ist das. Aber ich glaube mal, da braucht man einen richtigen Stuhl dafür. Es ist auch ziemlich. Ja, ich merke es gerade, das ist scheiße. Aber es ist zu Testzwecken okay. Ja. Normal bremsen.
gut, dann müssen wir das mal, anvisieren. Aber jetzt gemütlich mit 40 durch den Dschungel. Ja, ja. Mit einem Hypercar und Allradantrieb. Geil. So, wo ist die Strecke? Da, oh, geradeaus. Hier geradeaus? Ja. Na dann. Komm, ne, machst du fertig! Na jetzt doch! Merkst du, es geht jetzt los, gell? Ah! So hab ich verloren. Ja komm! Ja komm, ein bisschen geht noch! Ich hab mir. Und er hat ihn gestanden. Ja. Ja. Naja. Na, wie kriegst du es denn hin, dass da nicht so hoch bockt? Wahrscheinlich eher mittig. Nee, eher mittig. Richtig, ja, mittig. Du bist schon mittig gewarnt. Ist ja logisch, umso mehr Schwung du hast, umso mehr Schubkraft hat der. Naja, das ist aber der Sinn dahinter. Ich glaube, man muss wirklich eine genaue Geschwindigkeit irgendwie hinkriegen. Ne? 500 sind vielleicht doch zu viel. Dann machst du 470. Na, dann probieren wir das jetzt mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich die genau hin punktmäßig hinkriege, aber eigentlich so kannst du richtig gut halten. Ja. So geht das. Und da merkt man aber wirklich, wer Autofahrer ist und wer eine Kontrolle hat, ne? Ja. Ne? Und wir beide, gut, du bist Autofahrer, aber Controllerzocker. Ja, ich habe ja früher auch mehr Controller gezockt. Was soll denn das jetzt helfen? Hä? Also, ist schon... Es ist tricky, aber machbar. Es gab jetzt noch 11 Punkte. Aber viel zu klein, Multiplikator. Wir müssen wieder gerade kommen. So, und jetzt. Probieren wir mal mit 450. Sieht gut aus! Naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also 460 ist so. Also der Dreh war schon mal nicht schlecht, vielleicht ein bisschen mehr, aber. Ja. So ungefähr. Das war auch recht mittig jetzt. Auf jeden Fall hat er da nicht nach oben gezogen. Na, das müssen wir mal beobachten. Das müssen wir mal beobachten. Also jetzt machen wir es bei 460 rum, ne? Mhm. Dann probieren wir es mal 470, 480 so in der Dreh. Mal gucken. Wir probieren jetzt mal 460 und beim nächsten Mal ziehen wir voll durch. Na, beim voll durchziehen hast du ja gesehen, was passiert. Ja. Dann macht er noch oben weg. Ne, ich meine, wir machen später nochmal einen Stream, weil wir haben es ja so schon fast wieder halten. Aber hat ihn gestanden. Da gibt es die Punkte wenigstens. Ach, Günther. So, geht doch. Haben wir es jetzt? Wie? Haben wir nicht. So, jetzt. Wie hieß denn nochmal, oh Gott, der Unbedürftigkeit? Haben wir es bald? Das T-Shirt habe ich oben liegen. Das ist schön. Wie in echt ganz gemütlich. Ja. Oh,
bei den Nonnen bist du. Na? Na? Mal sehen, was wir noch rausholen können? Ja? Na gut. Jetzt. Wie ruhig der den hält. 74. Na, 470 ist schon zu viel, ist das das? Ja. 470 ist schon zu viel. Also so, ich glaube so viel mehr als 460 kannst du nicht machen. Dann werden wir das beim nächsten Stream nochmal probieren. Ich würde sagen, dann ist es 460, 465 vielleicht. Und Lenkertest, was sagen wir? Ja, also hast du ja gesehen, wie ruhig das jetzt ging. Mhm. Ich stelle ihn bloß noch wieder gerade. Also ich würde sagen, Lenkradtest erfolgreich bestanden. Ja. Ja, ja. Ich denke, kann man machen. Kann man auf jeden Fall so lassen. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Methode ausdenken. Nehmen wir da das Maximum rauskitzeln. Na, wie wir es schaffen, dass man fahren kann und gleichzeitig die Füße ausstrecken. Aber wenn ich das so sehe, das müsste doch klar. Also ich kriege hier einen Krampf im B, wenn ich das so höre. Ja. Das ist... Wenn, dann müsstest du es wie beim Auto machen, dann müsstest du schon mindestens so weit weg sitzen. No. Aber dann kommst du nicht mehr ins Lenkrad. Ja. Bleib stehen. Ja. Ich meine, beim Auto machst du es ja auch so, dass du mehr hast. Du bist als... Jo. Okay. Immer einer rein, dann ist gut. Ja. Also, liebe Leute, auf jeden Fall war das ein sehr gelungener Test. Jo, wir haben fleißig Punkte gesammelt. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen. Beim nächsten Mal Reisegruppe Internat auf jeden Fall einschalten, weiterempfehlen. Wir haben unsere Personenanzahl erweitert. Wisst ihr, kommen sie näher, kommen sie ran, hier waren sie genauso beschissen wie nebenan. Genau. Und zu jedem Anfang sagen wir immer, Leute des guten Geschmacks, hier seid ihr falsch. Ja. Wie immer. Sechs Flaps nur noch, oder Junge? Mhm. Traurig, aber wahr. Peace und, nein, das kann ich nicht falsch sagen. Stimmt, wir haben es noch keine 22 Uhr. Das hat mit 22 Uhr nichts zu tun, das könnte falsch aufgefasst werden, das wird das immer das einfach. Achso. Jo, wir wünschen euch noch viel Spaß, eine gute Nacht und schöne Träume, denke ich mal. Das passt besser. Juhu. Dann bis zum nächsten Mal. Sind wir jetzt wirklich raus? Das werden wir gleich sehen. Endlich habe ich den Hotkey so eingestellt. Ja, zur Vorsicht gucken wir mal nach.